Ja, servus, ich grüße dich, mein Lieber. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist. Und ich bin's auch. Dein André hier bei World of Roleplay. Wir spielen heute wieder Age of Conan Unchained. Und ja, es geht weiter. Wir haben jetzt hier beim letzten Let's Play, haben wir uns ein paar neue Schuhe verdient und einen Schlüssel fürs Mausoleum. Ich glaube nämlich, das Mausoleum war ein Dungeon gewesen, oder? Das ist nämlich hier irgendwo hinten. Die Katakomben von Tortage. Das ist hier hinten, alte Ruinen, ja. Also hier könnten wir noch nicht rein. Ich bin Level 6. Ab Level 10 können wir die Katakomben von Tontage. Ich hoffe natürlich, dass ich jemanden finde, der mit mir zusammen hereingeht. Das wäre nämlich super. Weil, ja, du weißt ja, Spielermangel ist hier angesagt an dem Spiel. Mal sehen, was wir machen können. Aber hier turnen ja so einige Low-Leveler-Spieler rum. Also, man sieht immer, das Interesse ist immer noch da an dem Spiel. Letztens habe ich auf die Bewegung bei Steam geschaut. Also man kann so sagen, dass sich im Durchschnitt so etwas, so 100 bis etwas über 100 Leute pro Tag hier einloggen. Ist natürlich echt krass wenig. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit diesen Let's Plays eventuell, ich habe ja den einen oder anderen schon in dieses Spiel mit reingezogen. Vielleicht gibt es noch mehrere Leute, die vielleicht denken, oh, ich könnte das vielleicht mal beginnen. Vielleicht kriegen wir sogar auch noch, im besten Fall, ja, Fun kommen dazu, nochmal irgendwas zu tun, weil die letzten Meldungen waren ja vor 2 Jahren gewesen, das ist schon ewig her. Vielleicht haben wir ja Glück und es gibt nochmal eine Weiterentwicklung fürs Spiel. Das wäre natürlich der absolute Hammer. So, jetzt lassen wir uns mal beide zusammen hier weiterspielen. Wir gucken mal, was Turach noch möchte, ob er noch was für uns hat. Was macht der Damm, Turach? Ich komme gut voran, aber bei Krom, das ist eine heiße Angelegenheit. Die Hitze der Lava hat mich ausgedörrt wie altes Leder. Kann ich dir irgendwie helfen? Hey, das kannst du tatsächlich. Im Keller des Mithra-Tempels, nur ein paar Schritte von hier, ist Wein eingelagert. Könntest du mir ein paar Flaschen besorgen? Ich hole dir gerne deinen Wein. Der Tempel steht südlich von hier, auf einer kleinen Anhöhe. Du musst den Tempel selbst nicht betreten. Am Fuße des Hügels führt ein Gang direkt in den Keller. Muss ich sonst noch etwas wissen? Eine Sache wäre dann noch, am anderen Ende des Kellers führt eine Treppe in die Kanalisation der Stadt hinunter. Halte dich von ihr fern. Da unten lauern üble Kreaturen und wenn du gefressen wirst, wer bringt mir dann meinen Wein? Da hast du recht. Okay, ich mache mich auf den Weg. Dann geh. Bis gleich. Okay. Ich glaube. Ja. Okay, alles klar. Es sind die Katakomben. Warte mal. So, hier lang. Okay, also ich muss die selber nicht betreten, weil die Katakomben wären ja unser erster Dungeon, den ich aber nicht beschreiten kann. Also, dann schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall sollen wir nicht in die Kanalisation gehen, das muss ich mir merken. Gehen wir mal rein hier. Aha, da sehen wir sie schon. Das ist ja interessant. Der sieht ja aus wie im Wohnzimmer. Also da hinten geht es in den Dungeon rein. Aber wir brauchen hier die Weinflaschen. Da werden wir uns mal ein paar stibitzen. Ich hoffe, uns erwischt keiner dabei. So, noch eine brauchen wir bitte. Was? Hast du auch gerade jemanden gehört? Okay, wir gehen mal lieber schnell hier wieder raus. Ich möchte das nicht weiter erkunden. Sonst kriegt er noch mit, dass wir vielleicht noch seine Weinflaschen geklaut haben. Das wollen wir ja nicht. Perfekt. Hallo Turach, hier ist der Wein, den du wolltest. Oh, ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass du in den Katakomben gefressen wurdest. Lass sehen, was du mitgebracht Du hast. hast ziemlich wenig Vertrauen in mir, mein Lieber. Hier hast du es, bitte. Ah, das ist genau, was ich brauche.
Das müsste für den Rest des Tages reichen. Und das ist gut so, denn es gibt noch einiges zu tun. Zwei Flaschen für den Rest des Tages? Du bist aber ein richtiger Saufbold. Reden wir über etwas anderes. Ja, worüber willst du denn reden? Eigentlich über gar nichts. Mach's gut. Dann geh. Okay, super. Haben wir. So, als nächstes werden wir jetzt nochmal zu unserem Freund hier gehen. Was haben wir hier? So, das ist nur der Dungeon, der markiert ist. Mal gucken, was er für uns hat. Und dann müssen wir schauen, ob wir noch was in unserem Levelbereich bekommen. Laranga, ich grüße dich. Ein neuer Tag auf Tortage. Ein neuer Tag mit schlechtem Bier und übler Gesellschaft. Welche Sorgen plagen euch heute? Die üblichen Sorgen. Piktische Barbaren, Hinrichtungen zur Besänftigung eines Wahnsinnigen, von der Hexenkönigin Mitrell verursachtes Chaos. Welchen Ärger macht die Zauberin dieses Mal? Selbst wenn sie keine Zauber wirkt, ist sie tödlich und launisch wie eine kuschitische Dschungelkatze mit einem Dorn in der Tatze. Der Fleischfresser, den ihr getötet habt, die menschenfressende Pflanze. Anscheinend war sie Mitrells Schöpfung. Woher wisst ihr das? Einer meiner treuen Freunde, ein Mann, der ebenfalls die rote Hand auf der Brust trägt, aber keine Sympathie für Strom empfindet, er hat diese Pflanzen im Garten der Hexe gesehen. Ist denn auf dieser elenden Insel nichts mehr heilig? Leben jetzt schon in den Bäumen Dämonen? Ich schneide ein paar Fleischfresser ab, damit sie sich nicht weiter wuchern. Mehr verlange ich nicht. Einige von uns in der Roten Hand tun dasselbe, wenn wir auf unseren Patrouillen auf dieses Teufelskraut treffen. Aber wir haben selten Gelegenheit, Mitrells Garten aufzusuchen. Die Hütte der Hexe liegt außerhalb der Stadt auf dem Weg zum Vulkan. Ich wünsche euch eine gute Jagd. Danke dir, bis gleich. Hütet euch vor den Pikten. Okay. Habt ihr gesehen? Laranga hat uns nicht in die Augen geschaut. Er hat immer weggeguckt, wenn wir mit ihm geredet haben. So, da hinten sind sie. Ich kenne die Aufgabe ja schon. Mit den fleischfressenden Pflanzen. Mal gucken, ob ich daran verzweifle. Weil die sind nicht einfach. Das muss man dazu sagen. Die können ja ganz schön fertig machen. Aber mal sehen. Ich muss auf jeden Fall so viel wie möglich noch an die EPs mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Okay, die kriegen wir auch hin. Einer hat für mich ein bisschen Gold, das ist ja schrecklich. Ich muss mal kurz mal gucken, ich glaube, ich hatte hier noch was zu essen. Gesundheit. Dauer eine Stunde. Da hinten, haben wir da schon eine Pflanze? Nee, noch nicht. Doch, da hinten ist eine Pflanze, ich sehe sie schon. Deiner zerfleischter Giftsack. Jetzt müssen wir gucken, was kriegen wir zuerst? Unser Agro ist ja auch sehr hoch. Komm her. Okay, die Pflanze hat mich auch gesehen.
komm her. Oh, die ist Level 11. Ja, das ist das Schlimme, die hat, die holt hier diese Diener. Ja, gegen die kann ich nichts machen. Die ist so fett. Okay, also die Pflanzen können wir uns erstmal abschminken. Das läuft nicht. Das läuft nicht. Schade. Okay, gut. Naja, wir haben auf jeden Fall schon mal erstmal etwas erledigt. Und ich muss mir einfach kleinere Aufgaben suchen. Die sind einfach zu krass, die Dinger. Total schade. Aber muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Wir brauchen ja ein bisschen Anreiz im Spiel. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen, mein Lieber. Vielen Dank, dass du bisher geschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein kleines Like freuen. Und wenn du noch nicht Abonnent bist, dann drück doch jetzt einfach mal auf den Button und schau beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dann, dein André und tschüss.